So, wir haben, wie viel haben wir denn? 25,78 plus Goldspieler Pack. Garantiert ein seltener Goldspieler. 78 plus. Wir hauen mal die ersten 10 weg und dann müssen wir auch irgendwie spielen, weil wir kommen ja nicht drum rum. Vielleicht kommt ja noch eine Verstärkung für die Playoffs. Bullet oder so. Nein, wir ziehen einen spanischen Torwart als erstes. Hilfe. Vier, fünf in der Quali im Elfer, Manuel. Genau, fühle ich. Genau so wird es kommen. Wenn überhaupt vier Siege, keine Ahnung. Ich bin wieder heute nicht so positiv denken. Ich weiß, ihr sagt immer, glaub an dich und so, aber genau. Wenn nicht, ist es eben so. Spanischer Torwart geht schon wieder los. Ja. Wenn nicht, ist es eben so. Es macht ja keinen Sinn, sich also wegen so einem Spiel nun psychisch kaputt zu machen. Zumal, wenn ihr an den Sonntag denkt, dieses nervenaufreibende beim 11 zu 8, dieses unglaubliche Spiel dann, wo du dich teilweise in den Spielen wie dich trotzdem spannend. Gold De Bruyne auf jeden Fall. Ist da ein Mann bei mir. Wie sagt ihr immer? Die Schaltzentrale und Mr. Brain meines Teams. Ob ihr abknallen, hoffe nicht, Alex. Kein Stream mehr dann. Ja, ist ja alles. Die Goldkarten sind alle krass gedroppt. Guck mal. Dann müsste ja Bono noch weniger wert sein. Ne? Der war immer drunter. Das erste Board erstmal in Spanien in Verteidiger. Chelsea. Azpi. Siehst du, Wettbewerb ist doch gut. Naja, René, moin. Ich finde es echt ein bisschen zu anstrengend. Und halt auch zu viel. Du kommst ja wirklich zu nix. Ja. Du kommst zu nichts anderem mehr. Ich meine Speinbelung am Ende der Season, René. Und die müsste in 9 Tagen sein. Sascha, moin. Also 78 plus gönnt gerade gar nicht. Ging aber in der Companion-App am PC relativ schnell. Dadurch, dass man da das Team sperren kann. Konnte ich härter zum Main Team machen und dann hat er die nicht immer wieder reingepackt. Ja. Spanischer Torwart Nummer 2. Ist der gleiche aber, oder? War das nicht der gleiche? Johannes, Grüße. Grüße in die Runde. Wer spielt denn jetzt alles? Heute ist Champions League, oder? Gold Upgrade ist besser, ne? Also 78 plus ist wirklich ziemlich bäh. Gut, man packt auch nur wie viel? 4 oder 5 Karten rein, ne? Gold Upgrade war halt ein 11er Team. Aber trotzdem. Bisher nur Schmutz. Wolfsburg, Salzburg, Malmö. Ah, Chelsea. Ui. Kanté spielt. Und Lukaku. Sergio Ramos gezogen und Oblak tradable. Achso, die erste hat wir das schon, oder? Wenn an die Gold kommen, was hätte. Ja. Naja, ein bisschen angezogen sind sie jetzt, ne? Durch die Hero SBC. Sind die Goldkarten ja wenigstens ein bisschen mehr wert geworden. Aber halt nicht wirklich viel. Die 86er, 87er wird man ganz gut los. Also Thomas Müllers ging jetzt so für 20k fast weg. Mario, moin. Ronaldo in Gold. Untauschbar, aber gut, ja, wenn du ihn spielen kannst. Der ist ja mehr als spielbar. Glückwunsch. Ja, irgendwas könnt ihr ja mal raushüppen. Parken. Also zum Parken jetzt am wenn am ehesten Icons.
Ah nee, der ist ja. Der war gar nicht doppelt, ne? Behalten wir mal im Verein. Ich glaube, es liegt an der Teammehrheit der Spieler, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich hätte. Weil habe ich immer aus. Carry Moin. Selber Maschine. Ja, siehst du, machen wir die doch alle weg. Naja, wenn die so langweilig sind, ey, dann braucht man die auch nicht aufzuheben. Die sind ja wirklich nicht prickelnd. Ja, nichts bis jetzt ein Board oder so, ne? Hab so viel Münzen und würde gerne ein Icon holen, dass die Münzen auf dem Platz stehen. Naja, achso, du willst die noch spielen, weil eben hast du geschrieben, willst du nur parken. Wenn du ihn auch spielen willst, das ist natürlich was anderes. Da müsste man ein Team kennen. Puskas weiß ich halt nicht. Ich finde ihn halt ziemlich cool inzwischen. Aber ja, die 3 Sterne Weakfoot sind manchmal halt auch so eine Sache. Ne? Vielleicht zum Kennenlernen lieber einen Kenny Dalglish. Wollte schon Carry sagen. Also, 25, 78 plus, insgesamt 2 Boards bisher nur. Viel Spanien, viel Torhüter. Mount Team of the Week, ja. Ein Untrade ist halt auch nicht doll, ne? Mal das Goldteam zu Endforms. Könnte alles drum rumbauen. Jo, na denn, mach mal. Ich finde immer, eine offensive Icon ist so eigentlich am unterhaltsamsten. Ne? Wenn man jetzt noch gar keine im Team hat, hat man vermutlich am meisten Spaß dran. Also sag mal, im Gegenteil jetzt zu einem Innenverteidiger oder einem Torwart ist wahrscheinlich dann sowas Offensives oder offensives Mittelfeld irgendwie wahrscheinlich am spannendsten. Carry Dalglish, ja. Sandro Nahmt. Drittes Board. Kein Walkout. Nicht dolle. Müsst ihr nicht machen, Jungs. Lasst sein. Macht lieber einen Boateng. 9 Stück noch. Sascha, Grüße. Ja, Werner ist heftig abgegangen. Über 1 Million wieder. Dicke über 1 Million. Marco, grüß dich. Ich habe auch mal zwischendurch so überlegt, ja, aber naja, und was ist, wenn die heute gewinnen? Warte mal, heute denn, nee. Sind sie dann schon weiter? Ist Chelsea schon weiter, wenn die heute gewinnen? Wünsche mir gerade, ja, Pflichtprogramm, Sascha. Habe ich auch gemacht. Starke Karte, also relativ, ne? Absolutes Highlight im Hertha-Team zumindestens. Ne, den kann man bestimmt spielen. Wir können ja ein Warm-Up-Spiel machen. Da testen wir ihn mal. Die Rule Breaker. Eine Prediction hatte Kadir gepostet heute auf dem Discord. Aber ja. So richtig. Aguero. Aber gut, der ist jetzt ja nicht mehr Premier League. Aber sonst. Ich muss sagen, ich bin insgesamt von dem Rulebreaker-Event ziemlich enttäuscht, also was die Spieler angeht auf jeden Fall, weil eigentlich für mich keine dabei ist, wo ich sage, boah, geil, die willst du haben. So wie letztes Jahr, oder? Oder wann war Aguero Scream? War eine richtig kranke Karte seinerzeit. Oder letztes Jahr Harry Kane, Pogba. Irgendwie sind dieses Jahr nicht meine Karten dabei. War für euch irgendwas Cooles bei, oder habt ihr schon einen coolen, den ihr auch spielt? Bei Quali ist normal, dass wenn einer nach 5 Minuten es mir ein Spiel weniger bekomme? Nee, Bikim, das dürfte eigentlich nicht sein. Und eigentlich dann nicht gewertet. Für ihn, der rausgeht als Niederlage, für dich nicht. Chris, grüß dich. Nee, 4 Sonderkarten wird er nicht mehr kriegen. Sascha, habe ich auch vorhin schon gesagt. Parkusen, ja, genau. Wer war das doch gleich?
das in die Gruppe gepostet, Nils? Ja, wunderbar. Musst halt nur auch immer zuschreiben, Budget und um was es geht, ne? Also nicht nur Team posten, sondern auch eine Frage dazu stellen. Manche wundern sich, warum keine Antwort kommt. Lukas, Grüße. Wieder, ja. Wir müssen heute die Playoffs versuchen. Ganz schlimm. Schlimmer als die Weekend League. Aber, wie gesagt, wenn es nicht klappt, klappt es eben nicht. Es ist halt viel Glück bei. Aber es ist unangenehm, weil man so unter so einem Leistungsdruck steht. Gerade halt als Streamer, wenn wir jetzt die Playoffs nicht schaffen, haben wir halt am Wochenende keinen Weekend League Content, ne? Ist schon ziemlich blöd. Hast du? Ja, wie konnte ich es anzweifeln jetzt? Darf ich, grüß dich, Namen. Also 78 plus müsst ihr nicht machen. Ihr habt gesehen, wirklich unaufregend. Da waren die Gold-Upgrades Tatsache wirklich besser. 25 mal 78 plus, ich glaube 4 Boards oder 5. Ansonsten nix. Dembele Rulebreaker, Tim. Stark, Glückwunsch. Hier aus den Packs oder irgendwo anders? So, letzte 78 plus. Dann haben wir es 8 und dann, ja. Nach der